In diesem Video zeige ich meine Erfurt bzw. Olympia Progress aus dem Jahre 1949. Der eine oder andere mag sich jetzt bestimmt gleich fragen, das ist doch eine Olympia Progress, warum steht hier oben Erfurt? Der Grund hierfür ist mir auch nicht ganz bekannt, aber die Erfurt Progress ist eine Olympia Progress. Olympia hat ihre Werke in Erfurt stationiert gehabt und hat ab und zu Maschinen mit einer Erfurt Aufschrift produziert. Es gab zum Beispiel auch die Erfurt Modell 7, die Erfurt Modell 8 und so weiter. Ich habe jetzt eine Erfurt Progress, also mehr oder weniger einfach die Olympia Progress. Gebaut wurde die Olympia Progress von 1931 bis 1949. Und da meine Maschine von 49 ist, ist das eine der letzten Maschinen. Der Zustand hat insgesamt nicht so viel zu tun, aber das muss ich jetzt nochmal betonen, weil die Maschine ist mehr oder weniger neu. Also der Zustand ist überragend. Die Maschine hat auch keine Lackabplatzungen bzw. keine mehr, weil ich die behoben habe. Ja, mechanische Mängel hat sie sowieso nicht. Die Mechanik dieser Olympia Progress steckt in sehr vielen Maschinen. In der Olympia SM1, der Kappel VA, der Olympia SM2 und den darauffolgenden Modellen mehr oder weniger auch. Aber auch Maschinen wie die Optima Maschinen. Ja, die Mechanik dieser Olympia Progress ist also sehr vielfältig und man findet sie bei sehr vielen verschiedenen Firmen. Die Maschine ist natürlich eine Koffermaschine, das heißt, der Kofferdeckel darf auch nicht fehlen. Der Kofferdeckel ist nichts Besonderes, hat kein Papierfach oder ähnliches. Den setzt man einfach hinten auf und muss aufpassen, dass die Papierstütze eingeklappt ist. Und wenn sie hinten sitzt, drückt man sie einfach runter. Und zum finalen Verschließen muss man auch diesen kleinen Hebel hier runterdrücken. Und das war's. Die Maschine ist für die Reise bereit und ja, die Maschine selbst ist geschützt im Koffer. Von unten hat die Maschine auch nichts Besonderes. Natürlich vier Gummifüße. Das war's dann aber auch schon. Dann hat man hier vorne noch einen Ledergriff. Im Ledergriff ist noch ein Blechstreifen drin, damit, wenn das Leder nach den vielen Jahren irgendwann kaputt geht, dass man die Maschine trotzdem im Koffer tragen kann. Und gleich unter dem Ledergriff hat man hier noch das Schloss. Wenn man den Koffer öffnen will, dann muss man erstmal das Schloss mit dem Schlüssel öffnen. Hier ist ein Schlüsselloch. Wenn es zu ist, dann kann man diesen Hebel hier nicht nach oben drücken. Wenn es offen ist, wie bei mir, dann kann man den einfach nehmen und hochdrücken. Wenn das gemacht ist, dann kann man diesen Kreis nach oben links diagonal drücken. Wenn das gemacht ist, dann kann man den Deckel einfach hochheben. Ist kein Hexenwerk, ist doch das Einfachste vom Einfachsten. Dann befindet sich die Maschine noch auf dem Holzkofferboden. Um sie davon zu lösen, nimmt man einfach hier den vorderen Teil mit den Fingern und drückt dann mit den Daumen alles nach oben. Wenn das alles gemacht ist, dann muss man zum Schluss nur auf die Maschine zu sich ziehen. Wenn man das macht, dann muss man aufpassen, denn hier drüben ist ein Gummi und bei vielen Maschinen ist nach den vielen Jahren das Gummi schon spröde und kaputt und da ist noch Eisen da, das heißt Eisen auf Eisen heißt, der Lack geht ab. Meine hatte ich ja auch Lackschäden, die habe ich aber mit einem Lackstift behoben und man sieht sie gar nicht mehr. Aber trotzdem muss man hier wirklich sehr aufpassen. Jetzt hat man schon die reine Maschine, also keinen Koffer mehr. Und ich zeige jetzt mal so die Funktionen. Die Funktionen sind hier eigentlich, wie schon gesagt, bei vielen Maschinen sehr ähnlich oder gleich. Deswegen, ja, muss ich jetzt nicht so viel erklären. Hier haben wir natürlich die Umschalttasten, den Randauslöser und die Rücktaste. Und auf der rechten Seite noch ein Farbschalter. Die Maschine schreibt zweifarbig. Sonderzeichen hat sie natürlich nicht. Meine hat eine 1, dafür keine 0. Aber viel mehr gibt es an der Tastatur nicht. Also an den Seiten sind keine weiteren Hebel. Hier oben hat man den Deckel kann man einfach öffnen, indem man ihn umklappt. Jetzt sieht man hier die Farbbandspulen und kann sie wechseln.
und die Mechanik, aber in der Mechanik sind keine weiteren Funktionen, wie zum Beispiel ein Anschlagsregler, der erst bei der Olympia SM2 dazukam. Den Deckel kann man auch wieder ganz einfach runterdrücken und das war's. Auf der rechten Seite sieht man jetzt nichts Besonderes. Auf der rechten schlichten Seite sind schon ein paar mehr Funktionen, und zwar hier der einzige Warenlöser, das heißt auf der linken Seite ist keiner. Hier den Papierlöser und ein Walzen-Schlechtdrehknopf. Ansonsten gibt es auf der rechten Seite keine weiteren Funktionen mehr. Auf der Rückseite hat man hier die Randeinsteller. Auch diese funktionieren ganz normal, die kennt man halt. Und auf der linken Seite den stufenlosen Zeilenschalter. Den Zeilenabstandseinsteller mit 3 Stufen und den ganz normalen Zeilenschalter. Dann hat man hier diese wellige Papierstütze, die Erfurt-Aufschrift bzw. bei den Olympias die Olympia-Aufschrift und ein Papierfixierer. Der Papierfixierer hat hier noch 2 harte Plastikrollen, damit das Papier auch immer gegen die Walze festgedrückt wird. Hier hat man dann noch weitere Fixierungen, aber kein Platz, um den Stift reinzulegen. Ja, braucht man aber nicht wirklich. Vor allem, wenn die Maschine nicht mal einen Tabulator hat. Zwecks Farbbänder. Die Maschine benutzt ganz normale 13mm Bänder und ganz normale Olympiaspulen. Auf der Unterseite sieht man jetzt einen Großteil der Mechanik, vor allem die Schlittenmechanik, die bei sehr vielen Maschinen sehr ähnlich ist, also die ganzen nachfolgenden Olympias hatten mehr oder weniger dasselbe. Auch Optimas sehen hier sehr ähnlich aus. Ja, dann hat man hier unten die Seriennummer, die sich übrigens auch auf der rechten Seite des Schlittens befindet. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wie man sieht, ist die Maschine in einem wirklich schönen Zustand. Ja, dann schreiben wir jetzt mal ein bisschen. Ich benutze wieder 2 Blätter, einfach ja, damit die Walze geschont wird. Die ist eigentlich noch ziemlich weich. Ja, eins sollte auch schon reichen, aber ich will die Walze schonen, damit die Maschine weiterhin in so einem guten Zustand bleibt.
abschließend noch ein paar Worte. Also die Olympia Progress und die darauffolgenden Maschinen sind alle wirklich sehr solide Maschinen und schreiben auch sehr gut und direkt. Außerdem sind sie zuverlässig und machen nur selten Probleme. Also meiner Erfahrung nach, mir gefällt auch, dass sie keine Glastasten hat, sondern hier diese schwarzen Plastiktasten, weil sie die Optik der Maschine noch ein bisschen schöner machen. Und die fühlen sich auch gar nicht so schlecht an. Also das Plastik ist schon etwas dicker und härter und fühlen sich jetzt nicht so zerbrechlich an. Das war's dann soweit mit diesem Video. Danke fürs Anschauen.